Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Obwohl diesen Satz jedes Kind kennt und weiß, wie schädlich es ist, können trotzdem viele nicht von ihr lassen, der Zigarette. Dabei gibt es viele erfolgreiche Methoden, um sich das Rauchen abzugewöhnen. Eine sehen wir uns heute genauer an, die Akupunktur. Schön, dass wir auch heute wieder gemeinsam gesund und munter in den neuen Tag starten. Die Wurzeln der Akupunktur gehen zurück auf die traditionelle chinesische Medizin. Die kleinen Nadeln sollen die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren und damit soll Nikotin abgestoßen werden. Frau Dr. Gruber ist Allgemeinmedizinerin und beherrscht die Kunst des Akupunktierens. Guten Morgen, Frau Dr. Gruber. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Dr. Gruber, jetzt gibt es natürlich auch noch andere Therapieformen, wie zum Beispiel das Nikotinpflaster. Was ist jetzt der Vorteil von der Akupunktur? Die Vorteile der Akupunktur bestehen darin, im Vergleich zum Nikotinpflaster, dass man dem Körper keinen zusätzlichen Nikotin zuführen muss. Der nächste Vorteil ist, dass die Therapie schmerzarm ist. Man verwendet für die Akupunktur kleine Gesichtsnadeln, die sind wirklich kurz und dünn. Und der große Unterschied zu den Nadeln für die Blutabnahme besteht darin, dass sie am Ende nicht spitz sind und das Gewebe nicht durchstechen, sondern die sind rund am Ende, das heißt, die verdrängen das Gewebe beim Reinstechen. Bei der Behandlung von Nikotinsucht hat es sich besonders bewährt, die Punkte vom Ohr zu nehmen. Jetzt möchten natürlich viele Patienten wissen, ob sie schon direkt bei der Behandlung aufhören müssen zu rauchen. Wenn die erste Behandlung schon im Entzug passiert, dann melden sich genau die richtigen Punkte. Man kann sie gezielt nadeln und Erfolg ist größer. Außerdem schmeckt die Zigarette nach der ersten Behandlung sowieso schon nicht mehr so wie vorher. Ja, dann danke ich Ihnen einmal für diesen spannenden Einblick und ich hoffe, wir konnten jetzt einige Patienten motivieren, doch aufzuhören zu rauchen. Ja, hoffe ich auch, ja. Ja, und laut einem Testbericht der Zeitschrift Konsument verspricht die Akupunkturmethode die beste Aussicht auf ein erfolgreiches Nichtraucher-Dasein. Alles Liebe und viel Gesundheit, Ihre Christine Reiler.